Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar, ihr seht es bestimmt schon, wenn nicht, dann seht ihr, wenn ihr nicht wisst, was das ist, hier ist ganze TNT und so, seht ihr es nach dem Intro. Peace out. So, nach dem Intro angekommen, seht ihr. Und du wisst immer noch nicht, was der ganze TNT, das ganze TNT ist. Steht jetzt irgendwo. Da. Wir spielen. Da steht's. Sky Survival. So. Die Schilder hier werde ich nicht vorlesen. Habe ich ja das letzte Mal voll versagt bei dem Mod Approximately. Also werde ich das nicht vorlesen. Wer wissen will, was trotzdem hier steht, doch ich gebe euch jetzt Zeit zu lesen. Ihr habt jetzt bestimmt genug Zeit gehabt, und zwar wir sollen erstmal alles auf dem Forum-Post lesen, bla. Danach sollen wir den Lever activaten. Da. Da haben wir 13 Sekunden, bis es explodiert, das ganze TNT. Das wird explodieren. Dann sollen wir panisch rumrennen. Uns die Kisten schnappen. Und dann, so wie ich das hier verstanden habe, sollen wir dann die Map neu reintun in die Punkt Minecraft und dann uns das ganze Zeug schnappen, was wir gemacht haben. Dann nochmal Leben Lever machen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Keine Ahnung. Machen wir mal. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist, aber egal. Wirklich versagt. Runter. Slackt. Apropos, nee, machen wir nicht. Ich habe nämlich gerade mal, weil ich weiß, dass wir sehr oft sterben werden, Keep Inventory angemacht. Ich kann mal kurz hier noch zeigen. Hier, das ist der letzte Kommand, den ich eingegeben habe. Game will keep inventory true. Weil wir sehr oft sterben werden. Ich kenne mich. So, da oben. Seht man noch die Insel, weil. Ja. Hier kommt aber langsam ganz viel Zeug runter und ich muss mal kurz noch was gucken. Warten Sie. Und zwar ist eigentlich so, jetzt werden die Chunks geladen, die ich nicht sehe. Und falls ich jetzt zufällig einen anderen Skin reinmachen würde, würde das mit warten Sie. Egal. Egal, irgendwie muss das gehen, dann laden sich die Internetdaten neu. So, da haben wir Bedrock. Und das mit dem Schilderlesen habe ich eigentlich nur gemacht, damit ich Timer starten kann, falls ich es noch nicht gesagt habe. So, überall gibt es Artefakte. Beispiel das da. Oder das da. Und these are artifacts. They are very powerful. So, sind very powerful. Zum Beispiel hier Sharpness 1.
Efficiency 1, Knockback 1, Unbreaking 1. Useful and somewhat good. I can swing my... Nein! I can swing my sword, I can swing my sword. Please read von Mad Goblin. So, wir haben hier den Mob Souls. Übrigens. So. Mit Mob Souls können wir hier go to the hub. Shop and stuff. So, können wir einfach hier drücken. Wird unser erster Game Mode erstmal ein Adventure Mode. Und hier können wir dann uns Sachen. Arena, Skeleton Skull, Flower Pot, Blumentopf. Einen schwachen goldenen Apfel. Ein besserer goldener Apfel. Ein Emerald. Ein Diamant. Eine Enderperle. Einen Beacon Block. Leuchtfeuer. Pretty View of Awesome Redstone. Weiter geht's, was wir hier haben. Nothing. Ein Bücherregal. TNT. Gold. Eisen. Kohle. Kohle ist, glaube ich, das, was wir... Armory. Required Game Mode 1. So, Back to Island. Können wir wieder zurück. Wir sind wieder im Survival Mode. Und wir sind glücklich. Ein Smiley. So. 100% bei der Map. Ich glaube, nee. War ich gerade, haben wir Lava, jo. Haben wir Eis. Da haben wir Wasser. Das ist genauso gut. Ja. Ich habe das extra Please Read hier reingetan und habe es jetzt nicht gelesen. Please check out my YouTube-Account, youtube.com/MrMadGoblin. Thanks for downloading, guys. Have fun and try not to die in a fire, lava pit, TNT trap, armored zombie. Das bitte merken. Crazy creeper, falling into void. Also, na, kann man es besser zeigen. Da rein. Hunger explode. Good luck. Ja. Ich hoffe, ich sterbe nicht sofort am Anfang. So. Super. Ja. Ich habe mir gerade super was Schönes ausgedacht und mit... nee, ich sag's nicht. Ich bin kein purer Minecraft-Kanal, sonst wäre ich... Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, aber egal. So, das müssen wir selber kaputt machen, das wird nicht despawnen, weil das von Hand gesetzte Blöcke sind und unser Inventar ist voll und wir sehen stylisch aus. Nicht. Es ist Nacht. Nacht, das ist hier so nicht gerade gut, aber ich merke gerade, da hinten ist Wolle. Und ein Spawner. Ein aktiver Spawner. Weil wir zu nah dran sind. Ja, wir bleiben erstmal hier. Bis wir so in der Kiste alle Sachen gemacht haben. Ich will nicht sehr oft sterben. Ich wollte eigentlich noch hier so Game Rule machen, dass hier, wenn ich Tab drücke. Ja, super. Man kann es super zeigen. Dass man sieht, wie oft ich gestorben bin. So. Warum die Map? Erstens, ich mag die Map, weil es gut aufgebaut ist. Und zweitens, ich will endlich mal von dieser Map hier ein Let's Play starten, was wirklich weit geht.
ist nicht gerade nett. Du hast hier üb... Ja, da unten ist noch ein Penner. Wir machen auf easy, weil... So. Besser. Auf easy, weil... Mehr traust du dir nicht. Mehr traue ich mir nicht. Also ist das eigentlich ganz gut. Den Oak-Setting. Ja. Den nehme ich mir nochmal und pflanze einen Baum. Da ist der nächste Baum. Und jetzt hole ich mir Wolle. Ich werde sterben. Das war jetzt Lack. Wir werden uns mal das Artefakt mal angucken. Geh weg. Okay, das ist schon very power. Alter. Geh weg. Ach, boah. Der Penner. Der fällt die ganze Zeit nur so tief. Ja, und jetzt ist er tot. Dein Kollege stirbt auch. So, zum ihr. Artifact Challenge Running. Ja, das ist ein wirklich wunderbarer. Da hier, ich wollte eigentlich nur hier hin. So. Warte mal kurz. So, ja da. Wir haben hier einen Wither Potion. Das zähle ich auch mal als... Als was ich zähle. Als ja. So, die Melon machen wir sofort zu einem Melon Seeds, damit ich nicht so auf den Gedanken komme, dass hier... Ja. Warte mal kurz. So. Und zwar, das ist ein wunderbarer Stick, und zwar Challenge. Ein Runner Stick. Knockback minus 1. Sharpness minus 1. Und ja. Wenn ich das durchlesen will. Mein Englisch weiß ich bitte kläglich versagt. Wenn ich nicht mehr weiß, ob das Englisch ist. Hm. Da haben wir einen Cake. Runner Stick. Was ich machen werde, und zwar ist alle, was hier so funkelt, schütten, in eine extra Kiste rein tun, weil keine Ahnung, ich habe einfach Lust drauf. Und jetzt werden wir den Spawner da abbauen. Okay, eigentlich will ich die Wolle abhaben. Mit, wenn wir runterfallen, ein Safe Point haben. So. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Das hat ein Ranking 3. No more cracks. So, Bett. Dahin. Schön am Abgrund. So. Jo. Oh. Wer möchte, kann auch seinen Minecraft-Namen in die Beschreibung tun. Und ich nehme dann euren Skin. So. Wunderbar. Prozent mach ich. Du bist sterben. Nee. Ist, ich versuche, was ich nicht. Hi, Kollege. Fake.
Wieso probiere ich das überhaupt? Ich weiß das doch. Das Texture-Pack ist mir aus. Das mag Stupidi. Warum ich das Texture-Pack mag. Ja, Farrender. Nö. Sky ist Minecraft. Let's sing up there is butter. You will love it. So, was man eigentlich nochmal... Mir fällt gerade ein, normalerweise sehe ich jetzt schon längst einen Cobblestone Generator gebaut, haben wir noch nicht. Wir machen es einfach. Da kommt so die Lava hin, fließt, so, wenn meine Berechnungen stimmen, müsste das so richtig sein. Wenn meine Berechnungen außerdem stimmen, machen wir ein Gleisloch rein. So, um da kurz die Lava reinzumachen. Oh ja. Danke. Jetzt kann ich hier Jahre verbringen, das abzubauen. So, und zwar hier erstmal Wasser hin. Und so. Wunderbar. Sonst passiert noch irgendwas und wir sterben alle. Jetzt machen wir uns mal eine... ich bin blind. Ah, 5. So. So, rund 3 Cobblestone würden erstmal reichen. Oh, ja. Ja, ich bin ein Held. So. Was wir jetzt machen, ist hier uns hier runterbauen. Weil man hier so am einfacher Cobble kriegt und man dann weiß, dass nicht wegfliegt. So. 2 Kohle. Ja, damit kann man sich hinbauen, um sie zu schnappen. So, da ist eine Kiste und zwar, wie man die findet, kann ich auch nochmal zeigen. Hab, die habe ich gerade voll vergessen übrigens. So. Fuck. Wie gesagt, ich will nicht so oft sterben. Zweimal sind wir schon. Da ist eine Kiste. An die würde ich, wenn ich ihr werdet, nicht rangehen. Da sieht man schon, da oben ist TNT. Und hier ist nichts, da kann man ruhig drangehen. Aber ja. Ja. Im Gegensatz zum letzten Mal, also zum allerersten Mal, haben wir hier jetzt die Kummer. Command Blocks aktiv, weil im Singleplayer da kann man rangehen, da haben wir auch nochmal Melon Seeds. Was da Melon Seeds gab, habe ich nicht mehr gewusst. So, die Kiste. Thanks for the chest. So. Ich slabe irgendwo. Hier ist Lava irgendwo. Wisst ihr, wo die Lava ist? So. Wer die Shift-Taste? Sneak-Taste. Gibt jetzt den Geist auf. Da haben wir das TNT. Klick. This is a trap. I see. So, super mit einer Redstone Chest geübt. So.
Elex muss man natürlich immer hier in Kauf nehmen. Das, ja, aber. Also muss man Minilex in Kauf nehmen. Ja. Kann man hier runter? Jo. Wunderbar, dann gehen wir jetzt mal hin und holen uns das Eisen ab. Bonk. So, jetzt wisst ihr auch, warum ich gerne hier lang gehe und nicht da hier unten das mache und nicht da oben. Am Cobblestone Generator, weil am Cobblestone Generator würde man erstens versauern. Elendig. Und zweitens, ich habe den Block noch. Und zweitens, beim Cobblestone Generator fallen viel zu viele Blöcke. Ich will daneben zur Kohle. Mir fällt gerade ein, wir nehmen noch den mit. Danke. So. Die Folgenlänge. Hoffe ich, dass ich sie immer auf 30 Minuten kriegen kann und ja, ich mit jemand anderem aufnehme. Je nachdem, wer will. Ja. TNT, eine Trap Chest, Dirt, Cobblestone und eine Menge anderer aus. Die Ores tue ich mal nach hier unten und ich merke gerade, haben wir Namen nicht. Wir haben aber 100 Cobblestone in da. Genug. Wir haben aber genug dafür. Ja. Ich mach Rechtsklick, wenn du drauf, wenn du abbaust. So, wir machen das so. Das ist effizienter. Nö, das nicht. Das da. So, jetzt gehen wir zu einer anderen Insel. Machen das hier erstmal schön und merken jetzt erst, weil ich den kurz den Browser geöffnet habe, gar nicht weiß, wie viele Ordner Fraps ohne jetzt schon erstellt hat. Ne, Frapple. Ich frage, wo ich jetzt hingehe. Ich gehe zu der einen Insel. So. Wunderschöne Verbindung. Jetzt will ich eigentlich nur irgendwie auch ganz eine provisorische ist zu der Insel und einen bestimmten Spawner abhauen. Warum? Ich kann sagen, bei mir ist ein Bug, dass das auftaucht. Und jetzt gucke ich nochmal kurz. Was war das? F3 und C war es, glaube. F3 und F. Das bleibt. Natürlich bleibt das. So. Noch etwas. Wer die Map nicht kennt, kommt mal bei einem... Jetzt habe ich gerade gedacht, das ist weg. Wegen dem Baum hier.
Let's Play. Von mir, JumaLP. Und vorher noch LP mit Luke, man, jetzt aber besser LP. Komischer Name, sorry, ja. Sorry, Alter. Sorry, mal erwähnen. Ich lasse einfach. Damit ich nichts Falsches mache. Hopp, hopp. So. So. Da war auch ein Artefakt. Und zwar Battery Butter. It's so Battery. Und natürlich die Effizienz 2 Unbreaking 3 Schades. 2. A Great Stone. Nehmen wir die Chest und packen sie da ein. Danke Minecraft, dass du das natürlich... So. Jetzt gehen wir kurz in den Nether. Be prepared, you will die. Storage your items in a chest and bring a pickaxe and a sword. This is medium difficulty. Recommend iron armor with some feather falling stuff. So, was wir mitnehmen werden, ist eine Steinspitzhacke und ein Feuerzeug, falls wir irgendwie drin gefangen sind. Und jetzt natürlich lädt sich der Nether neu. Bleiben überhaupt nicht lang hier, ich will nur diese Angel. Tschüss. Ich meine damit tschüss Nether. So. Wir sind wieder da und haben die Angel mit. Fire Ether. Unbreaking 5, Sharpness 3, Smite 1, Bane of Atropods 1, Knockback 1, Firespec 1, Looting 1, Punch 1, Flame 1. Nether Masters used this for fishing in lava. But all the lava fish disappeared because of this rod. So. Das haben wir geschafft. Und ja. Ich guck gerade mal auf die Uhr. 30 Minuten sind gleich erreicht, also können wir noch mal kurz Gold brauchen wir fast sowieso nicht. Rechtsklick gedrückt halten hilft. Mal kurz hier unten hingehen, wo wir schon einen Goldblock hinzufügen werden. Wo haben wir denn Goldblock? So. Mist. Egal. Wenn ich weiß, ich habe die Render Distance auf... Warum habe ich die auf Tiny? Die war sonst auch immer auf Short plus 48. So. Ach so. I do. So, was wir nochmal ab. Kaputt machen wir, dann ist das da. Und das haben wir uns geholt. Da eben ist noch ein... Daneben. Ist noch ein Spawner. Spawner. Spawner, nicht Spanner. Spanner. So. Klick. Also, Rechtsklick gedrückt halten. So, Iron Block. Hui. Hui. Ja, super. Emerald, Gold, Diamant, Iron. Hier kann man flick this when you have complete... Flick? Complete the monument, please. Otherwise you will ruin to surprise. So.
Hier nochmal kurz Hintergrund, wir spielen immer auf der neuesten Minecraft-Version, aktuell 1.5. Zwei. Ich bin eigentlich auch blöd, ich könnte einfach auf 3 drücken, aber nö. Sehr viel zu einfach. So. Immer auf der neuesten Minecraft-Version und ihr wisst bald, was ihr zu tun habt. Minecraft-Namen in die Kommentare schreiben und dann wird das genau ausgewählt. Und. Würde ich mal sagen. Bis dahin.